Moin moin, ihr Nasen. Ah, das war eine schwere Geburt hier, mein lieber Mann, ich sag's euch. Jetzt läuft's aber. Elder Scrolls Online auf der One. Ja, ich habe einen Beta-Key gekriegt, ohne dass ich wirklich wusste, dass ich mich noch registriert hatte. Ja, na gut, dann probieren wir das Ding mal. Wir haben mit Neverwinter einen relativ, ja, guten Vergleich, wie sich so MMOs an der Konsole schlagen. Wir nehmen natürlich Europa. Oder wollen wir mal kicken, was das Ding hier so bringt. 40 Minuten zu spät, also bitte. Das geht noch, wa? Willkommen zur Beta, bla 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 bla. Wir muten gegen dich und auch live zu streamen. Ach, das ist ja nett. Splinterbob, danke für dein Follow. Passe den Rahmen an. Ja, okay. So, mach mal volle Kanne, wa? Setze die Helligkeit. Oh. Das mittlere Logo sollte kaum zu erkennen sein. Ja, mach ich mal so. Damit ihr vielleicht auch noch was seht. Ich weiß nicht, wie ihr euren Fernseher eingestellt habt. Oder den Monitor. Oh, um Gottes Willen. Ja, habe ich alles gelesen. Geht klar. Heieiei. Habe ich ein bestehendes Konto? Boah, bestimmt nicht. Konto erstellen. Land. Welches Land haben wir denn? Germanien. Ach. So, ich mache euch mal eben hier unsichtbar. Ups. Alter Schwede. Das war nicht geplant, dass ich jetzt hier plötzlich bunt werde. Das war auch nicht geplant. So. So funktioniert das. Wie ist denn meine E-Mail-Adresse? Ja, wenn ihr die mal wüsstet, wa? Kurz gucken, dass ihr hier nichts seht. Will ja nicht noch mehr voll gespammt werden. Das reicht ja so schon zu. Wo ist denn das App-Zeichen? Ach, hier unten, okay. Komisch, dass man hier einen richtigen Account erstellen muss. Ups, jetzt kann ich hier nicht mal meine E-Mail-Adresse mehr richtig schreiben. Oh je, oh je. So, ja, ich bin mindestens 13. Anmeldung für. Nö. Passwort muss ich nicht angeben. Was? Fehlgeschlagen, ist bereits verwendet. Ach, Kacke. Dann habe ich doch schon einen Account. Ja. Nochmal. Verbinden. Nach wie vor mit schwarzem Bild für euch. Wunderschön, ich weiß. User-ID. Boah. Als ob ich das noch wüsste, ey. Ich habe das die PC-Beta gespielt. Das ist so lang her. Nehmen wir an, das ist dasselbe wie immer. Jetzt ist die Frage, wie war mein Passwort? Verdammte Axt. Oh je. War es vielleicht das? Devil, danke für deinen Follow. So, war es dieses Passwort? Tatsache. Ihr könnt nur einen verknüpfen. Ja, will ich, bitte, danke. Gratulation! Boah, ich bin ja so stolz auf mich, ey. Auf Anhieb das Passwort richtig. So, jetzt seht ihr auch wieder was. Ah, erfolgreich verknüpft. Heieiei. Oh, wie viel Zeug muss ich denn hier zustimmen? Ja, alles super. Ich gehe doch immer ein paar Minuten vorher online. Jetzt tu mal nicht so. Heute ist wirklich mal Twitch dran schuld. Ich kann da ausnahmsweise mal wenig für. Was sind denn das für Käferlies? Aha. Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Gottes Willen.
Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das klingt sehr nach Oblivion. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Und das macht mich nicht gerade fröhlich. Ach genau, das waren diese komischen Die Tore, Mächte, ja. Die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Ist klar. So greift der Ist lange klar, Gameboy. Du hast seltsame um Hobbys. Ach hier, gucke an, das war der Kleine aus 582. Jahr der zweiten Storm. Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Ich bin mal gespannt, was sich so im Vergleich zu zur PC-Beta getan hat. Denn von der PC-Beta war ich nicht so mega angetan. Das war irgendwie, boah, nett. Aber auch nicht mehr. Und mal sehen, wie die Steuerung umgesetzt ist. Ich hatte jetzt wirklich einen guten Vergleich durch Neverwinter. Da funktioniert das ja nach ein bisschen Eingewöhnung erstaunlich gut. Aha, hier bin ich. Charakter, aha, Körper, Kopf, achso, na gut, Charakter, Geschlecht, weiblich, männlich, okay, mach mal männlich, Stimme, will ich nicht erstmal Volk, ja, ich will erstmal wissen, was für ein Vieh ich bin, Klasse, hä? Kann ich nur einen Ork wählen? Ist doch Quatsch, hä? Gab es doch 1000 verschiedene. Ah, hier gibt es jetzt mehr. Ach so, und ich muss dann hier klicken. Ach, ich dachte, das macht das von alleine. Da ich natürlich bestens vertraut bin mit der Geschichte von Elder Scrolls. Nicht! Hab ich keinen Plan, wer hier die Guten, Bösen oder was auch immer sind. Ebenherzpakt, Dolchsturzbündnis. Alveniri Dominion. Was war denn hier so hoch? Elf. Die Mietzen. Das sind relativ langweilige Menschen. Das sind fast genauso langweilige Menschen. Das sind Orks. Okay. Das sind Vampire. Hey. Ich glaube, ich mache mir so eine Echse hier. Drachenritter, Zauberer oder Templer? Drachenritter. Meister der Waffen nutzt Kampfkunst gegen Kampfgeist, Vorsicht und böse Magien. Zauberer. Zauber können zaubern, ne? Wie immer. Nachtklinge, Abenteuer. Das klingt so ein bisschen wie Assassine. Moin Banane, moin moin. Die Ingame-Musik, ist die so laut wieder mal? Lass mich mal kicken. Oh, die ist tatsächlich ziemlich laut. So, müsste jetzt besser sein. Templar klingt nach Heilung, oder? Rufen Mächte des Lichts, um ihren Gegner massiven, während sie bei ihren Verbündeten leben, Magiker und Ausdauer. Ja, ich habe irgendwie in letzter Zeit Bock, einen Heiler zu spielen, deshalb mache ich, glaube ich, auch hier Templar. Stimme. Ah, super. Hättet ihr nicht ein Wort sagen können? Damit kann ich wenig anfangen. Mit dem Gebrüll. Kreischen die alle so? Will mich das Spiel gerade ein bisschen verarschen? Wie soll ich denn so eine Stimme bestimmen? Das ist ja vollkommen sinnlos, oder? Tommy, danke für dein Follow. Ja, okay, der klingt verrückt genug.
Okay, dann nehme ich den, nehme ich mal an. Aber ich will ja wieder hier... Argonia. Na schön, so, weiter. Körperbau. Huch, das ploppt ja richtig hier. Muskulös, stattlich. Ja, so. Körpergröße. Ja, nicht ganz so groß. Ein Templer muss nicht so groß sein. Hautfarbe. Ach, das ist eine Rüstung, die er da anhat. Ich dachte gerade, wieso ändert es nur von seinem Kopf die Farbe? Moin Demios, moin moin. Was haben wir denn da? Blau, grün. Ah, das Grün hier sieht nicht schlecht aus. Narben und Bemalung. Gehen wir mal näher ran, hä? Ja, super, da ändert es ja gleich komplett die Farbe. Was hat denn das dann für einen Sinn, dass ich hier oben die Farbe auswähle? Na, das sieht gar nicht so schlecht aus. Schultern. Hat er. Faszinierend. Ah, ein bisschen breiter. Brüste hat er auch. Bauch. Ordentliche Plauze. Jawohl. Taille. Ah, Magier, Heiler sind meist dick und kräftig. Arme. Achso, das ist die Breite irgendwie. Hände. Ja, gut. Hüfte. Einen dicken Arsch kriegt er auch noch. Füße, ja. Beine. Füße, Da sehe ich jetzt irgendwie so gar keinen richtigen Unterschied. Na gut, Körperform, heroisch. Oh. Na, Kopfform, Quatsch. Das ist heroisch. Aha, so sieht also eine Dampfe. Eine Dampfe. Oh, was laber ich denn heute? Eine sanfte Echse aus. Ja, die sieht sehr sanft und kuschelig aus. Mach mal so ein Mittelding. Kopf, Alter. Ah, so ein bisschen grau ist er schon. Verzierung. Ah, jetzt wird's doch mal interessant hier. Hörner. Ups, nee, erstmal hier. Das sieht nicht schlecht aus. Was ist denn das? Abgebrochener Zappen. Eigentlich will ich nur eins. Na gut, nehmen wir die zwei. Frisur. Ah, das gefällt mir schon auf Anhieb. Farbe. Hornfarbe oder was, ja. Müsste ja eigentlich sowas Rötliches sein, hä? Oder was Dunkles halt. Ja, hier so. Na? So was Düsteres, genau. Narben und Bemalung. Ach nee. Moment mal, hier war doch gerade das mit dem kaputten Auge. Wo war denn das jetzt? Ah, hier. Oder auch nicht. Es braucht ganz schön lange, um den Kram hier zu laden. Hier. Hier. Jawohl, auf einem Auge blind, das passt. Stirn. Ja, Stirn hat er. Wangen. Die sind ziemlich schmal. Jochbein. Oh, ja, ne? Kiefer, der muss gut zugreifen, beißen können. Kinngröße, ein bisschen kleiner. Hals, schmal. Kopf. Ich das nicht gerade schon? Das ändert irgendwie gar nichts, oder? Ach, das ist die Augenfarbe. Kann das sein? Ach so. Ach. Ist die Beschreibung ja wieder echt hilfreich. Ja, machen wir was Rotes. Größe. Nee, der hat kleine Augen. Kleine Reptilienaugen. Neigung. Boah, Abstand. Okay.
Position. Sieht ein bisschen creepy aus, aber naja. Ausrichtung. Ja, komm jetzt. Reicht jetzt auch mal, oder? Meine Herren. Lippen. Hat er doch gar keine. Schluss jetzt. Fertig. Name eingeben. Mann, oh Mann. Wollen ja auch mal noch spielen hier. Kann ich mit Leertaste Vor- und Nachname? Geht das? Mal sehen. Ach, eigentlich reicht Hado, wa? Wird ja hoffentlich noch niemand genommen haben. Fertig. Yeah, na also. Der wehklagende Kerker. Tamriel war einmal. Ihr seid anderswo, an einem Ort fern der euch bekannten Welt. Nichts, wo ihr sein solltet. Nicht, wo ihr sein solltet. Oh. Ich mag abgefahrene Charaktere und keine Standarddinger. Ego-Perspektive? Okay, das ist aber neu. Ich will das eigentlich nicht in Ego-Perspektive spielen. Einstellungen. Ah, hier. Schleichen Kameramodus. Steuerkreuz nach unten. Ja. Ach so, und das ist dann auch so eine Schulterperspektive. Hm. Na gut. Ja. Moin. Lyris das Luder. Stört sich irgendwie sehr. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ein bisschen. Bisschen zu flüssig. Keine Ahnung. Hm. Na, Lyris. Was hat der denn hier Schönes für uns? Weggeworfener Eisenbiedenhändler. Was? Biedenhändler? Mhm. RT um. Aha. Alter Schwede, der ist ja doppelt so groß wie ich, das Schwert. Boah, von der Grafik sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. Ja, da kommt mal angeslidet, sehr schön. Okay, mit RT greife ich also normal an. Ja, das ist genau dasselbe Intro wie am PC. So, die wollen da durch oder was? Und ihr haltet die auf. Das ist ja nett von euch. Jetzt ist der Spielstand schon sehr leise. Okay. Lasst uns gehen. Ah, Moment. Kicken. Na. Oh. Ja, Spitzenarbeit hier. So, jetzt sollte es ein bisschen lauter sein. Lyris, du altes Luder. Nimmt ja gar keinen Schaden. Treffe ich den nicht, oder? So, ich soll blocken, okay. Gedrückt halten für schweren Angriff, gut. Warum schaltet es dann in so einen Fokusmodus? Gut. Verschwinden wir von okay. Mir. Der Prophet. Rang 2 bei 2 Hände. Yoda, bist du es? Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Ach, Mann, die ist aber auch groß, hä? Alter Schwede. Hallo, junge Frau. Darf ich mich mal anlehnen bei Ihnen hier? Schöne Aussicht. Mann, oh Mann. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch natürlich dabei magische Kunst. Alter Schwede. Nein, ich wurde. Okay, gut, ja. Ich weiß jetzt schon, ich werde mir nicht die ganzen Dialoge hier durchlesen. Das ist ja nie fertig.
Der erste Dialog schon 20 Optionen. Ja, es war ein bisschen anders, das kann sein, weiß ich nicht mehr so genau. Magst du dich nicht mit mir prügeln? Ach doch. Die! Motherfucker! Shit, ich bin ja fast tot, oder? Ah, ne. Drücke, aha, um neue Fertigkeiten, aha. Fertigkeiten, okay. Magika, bestimmt wie viele Zauber ihr verwenden könnt. Mehr Werte gibt's nicht, nur die drei. Das ist sehr wenig, hä? Machen wir Ausdauer, oder? Nee. Die Höhe des Schadens, ihr leiden könnt, effektiv diese Zauber. Den Schaden von Waffen, okay. Fertigkeitslinien erlauben euch, Kampfstil nach Wünschen anzupassen. Ihr könnt Fertigkeiten markieren und zu erfahren, drückt A, um Fertigkeit freizuschalten. Die Fertigkeiten können auf die Schnellreise, Schnellreise, ja. Schnellleiste, okay. Zweihänder, ja. Trennen. Dino, danke für dein Follow, danke dir. Freischalten. Möchtet ihr freischalten? Ja. Wurde auf die erste Position gelegt. Drück X, um zu benutzen. Okay. Geht's aber ab hier. Gonki, danke für dein Follow. X. Ach so, okay. Ach so, und rechts unten hier sehe ich auch eine Ausdauerleiste. Gut. Die Türme der Augen. Hast du auch die PC-Beta gespielt oder überhaupt am PC, Paula? Du das auch so weißt. Der Gott der Intrigen kann jeden Teil sehen. Der Gott der Intrigen. Okay. Was schon war. Komm, was zeigt aktuelle oder bla bla bla, könnt ihr mit Dings die Karte öffnen. Die Banane, danke für dein Follow. Das ist ja schon mal ganz nett, aber genauso blöd wie bei Neverwinter, dass man hier keine Minimap immer sieht. Das finde ich immer ein bisschen doof. Wie gerade mit mir gesprochen? Okay. Okay, ich glaube, ich muss mein Headset mal raussuchen. Beziehungsweise nur mal hier nach vorne greifen und das Ding rausangeln. Denn ich will die nicht die ganze Zeit hören. Die Kiddies, wie man hier schon wieder gehört hat. Mit dem blöden Kinect, was die ganze Zeit mitlauscht hier. So, okay, Mikro aus, passt. Gut, vernichte die Kalthafenwächter. Joa. Wir vernichten erstmal so ein bisschen was hier. Das Trefferfeedback ist irgendwie ein bisschen seltsam. Nee, ich will doch gar nicht mit dir reden gerade. Bist du böse? Nee. Ja, nur die Beta für dich. Das beste MMO, dann hast du nicht viele MMOs gespielt, würde ich mal behaupten. Ich fand's nämlich wirklich nicht so toll. Aber na gut, mal sehen, wa? Vielleicht hat sich ja doch einiges getan. Bin auf jeden Fall ganz locker zu vermögeln. Du bist nett, oder? Ja. Blockt wie ein Profi. So, sehr schön. Hallo, Herr Dino. Okay. Geschnitzelt. Ha,
Aha, wieso ha? Hast alle gespielt? Ja, dann hast du wirklich keine Ahnung. Also ich fand damals, das hatte wenig mit MMO zu tun, weil man es im Grunde nicht groß zusammenspielen musste. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Es gab eigentlich so gut wie keinen Quest für eine Gruppe. Ich glaube, ich habe bis Level 20 oder so gespielt und da gab es überhaupt keinen Quest, was man in einer Gruppe hätte spielen sollen. Und es war irgendwie, ja, ich weiß nicht, es war irgendwie nicht so geil. Der Funke ist nicht so übergesprungen bei mir. Na ja, mal sehen. So, wo soll ich denn eigentlich nochmal hin? Hier. Ach so, aktives Quest setzen. Ist schon gesetzt, oder was? Oh, ach, Osten oder was? Ah ja, okay. Höher. Ach, hier oben. Ah, so. Na, Jungs. Seid ihr hier am Chillen, hä? Macht ihr Pause, ihr Schweine? Faulen Säge. Dark Age of Camelot. Ui, das ist aber auch schon älteres Spiel, wa? Das habe ich nicht gespielt. Mein erstes war Star Wars Galaxies und das ist nach wie vor das Beste. Vernichte die Wachen. Seid ihr denn? So, immer schön den Loot mitnehmen. Noch weiter oben oder was? Höher, höher, okay. Versucht nicht weiter aufzufallen. Ja, ist klar. Ich habe nur schon 20 Typen hier getötet oder so. Ansonsten falle ich nicht weiter auf. Führt ein Angriff zum Hinterhalt durch, um den Beobachter zu zerstören. Schleichen, ja gut, er müsste mich voll sehen, ja. Super. Das scheint jetzt nicht so wild sein, dass er mich nicht sieht. Verborgen, okay. Badabum! Okay. Erreicht die Zelle des Propheten. Na gut. Achso, mit linken Stick eindrücken kann ich rennen. Vor allem das Kampfsystem. Also ich, vier jetzt so an Konsole, fühlt sich das irgendwie bisschen seltsam an, weil man nicht so richtig das Feedback hat. Also ich weiß manchmal nicht so richtig, ob ich die treffe und ich weiß nicht so wirklich, wann ich hier immer schlagen kann. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Weiß es nicht. Naja. Fertigkeitenpunkt erhalten. Ja, das machen wir jetzt mal eben, wa? Nicht nur Tasten drücken. Ja, viel mehr ist es jetzt gerade noch nicht, du. Ich bin in Stufe 3 oder so. Man kann meinem Gefängnis kalt Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Wie wird bewacht? Die ist doch zu. Lass mich verarschen. Erzähl mal was. Verdammt. Ich Jawohl. Gut, wo muss ich hin? Sprecht mit Catwell. Ah, ja. Na klar, das ist hier. Einen schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an. Ist das nicht hier, mit ihren Bögen. Stallone? Die Synchronstimme? Oh, was ist denn das? Ja, alles klar. Okay, Obi. Passt schon. So, ich hoffe, das reicht, ja. Betretet den Unterbau. Wo ist denn der Unterbau? Ach, falsche Taste. Ach, hier hinten am Fluss, okay. Ja, das ist ein MMO, ne? Also man kann das zusammenspielen, na klar. Das ist mehr oder weniger eigentlich immer Sinn von MMOs. Aber, ja, wie ich schon erwähnt habe, war das bei der PC-Beta eigentlich eher sinnfrei. Hatte ich so das Gefühl. Bewegt den Dietrich. Ach, je eher ihr diese okay. Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. So. Okay, was? Nochmal.
Zylinder herunterdrücken. Okay. Wie bewege ich den denn? Ach so. Ach, immer diese blöden Minispiele. Okay. Ach so, na super. Na. Oh. Wollte mich veräppeln. Ich habe zum Glück unendlich viele Dietriche, wie es scheint. Verdammt, warum zeigst du denn jetzt den Tipp nicht nochmal an? Ach, Kacke. Tagebuch. Kann ich hier irgendwo Nachrichten? Nee. Aktion. Emote. Okay. Gibt's hier nicht irgendwo einen Log? Scheiße, ey. Ach, wie ich sowas schon wieder mag. Welchen habe ich denn angefangen? Ach! Schloss aufbrechen, super. So, haben wir den Mist mal übersprungen. Ah. Eher von Dan Aykroyd. Ach ja, stimmt, Dan Aykroyd, genau. Ja, hast recht. Haben die denselben Synchronsprecher? Kann das vielleicht sein? Dan Aykroyd hat ja auch lange keine Filme mehr gemacht, leider. Den mochte ich auch immer sehr. Hallo, ich will hier reden. Interagieren, gedrückt halten. Okay. Ja. Ihr habt bisher noch kein Reittier. Ah, okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? Sucht nach der Zelle des Proleten. So, mitnehmen. Okay. Feuer scheint jetzt hier nicht so gefährlich zu sein. Hab ich hier eine Map irgendwie? Ah, ganz hinten am Ende. Can't find any English beta streams. I'm not streaming in English, sorry. So, da hätte ich dann blocken können, ne? Kacke. Hat der was? Nee. Sieht aber schon, also die Grafik ist ganz gut, ne? Kann man jetzt nicht wirklich meckern. Na. Rohlederstiefel. Oh, hallo. Na, willst du raus spielen kommen? Kann ich leider nicht auslassen. Mal gucken. Wie kann ich denn hier ins Inventar? Vorräte. Nee, eigentlich hier. Füße. Kann ich die irgendwie vergleichen? Ausgerüstet. Ach so, und das sind die jetzt hier. Stufe 2, Wert 5, Rüstung auch ein bisschen mehr. Das ist doch ganz cool. Vorräte, Rezept. Plunder nur für einen Händler Wert hat. Immer kurios in solchen MMOs, was die Händler alles für einen Scheiß kaufen. Zelle des Propheten, super. Die kaufen einem allen Mist ab, auch wenn der für niemanden scheinbar von Nutzen ist, die Händler kaufen es. Direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Der Käfig des Proleten. Na dann gehen wir. In Ordnung. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben, der Prophet so unverletzt zu sein. Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen. Es gibt einen Trick. Okay. Verteidigt Lyris. Okay. Oh, sieht schon ganz geil aus hier, ne? Ich wollte nichts sagen.
Was? Lebt die noch? Die alte Hexe. So ein Luder. Okay, sie zieht hier irgendwelche magischen Gedönsströme an sich. Muss der so langsam zuschlagen? Das ist ja furchtbar. Ach, das war's schon. Nur zwei Gegner. Rang 2 bei mittlerer Rüstung. Und das scheint schief zu laufen. Oder muss das so sein? Soll ich dir helfen irgendwie? Nö, hä? Aktiviert die Schlösser. Okay. Spratzel. Ja. Yeah. Wartet auf den Austausch. Okay. What the fuck? Jetzt ist sie da drin. Freiheit. Na toll, das war jetzt auch kein toller Tausch. Den alten Opa gegen die scharfe Schnecke hier. Den göttlichen sei Dank, ihr seid. Ja, ne? Schnell jetzt. Du würdest ja sofort mitspielen. Ja, sofort ist bei 50 GB nicht so einfach. Die Beta ist ja doch sehr klein. Da ist nicht mit sofort. Sehr umfangreich, das Ding. Wie ist das eigentlich genau? Ich bin nicht wirklich informiert, muss ich sagen. Muss man das Spiel trotzdem noch kaufen oder kann sich das dann jeder wie Neverwinter einfach runterladen und dann kostenlos zocken? Es ist ja free to play, aber gibt es dann einfach hier im Marktplatz zu, runterzuladen oder muss man das doch noch vorher irgendwie im Laden kaufen oder dann auf dem Marktplatz irgendwie kaufen? What? Also da jetzt hin. Ah, also. Der Knochen. Schwere Gegner können Lebensleiste. Okay. Ups. Ich würde gern mit der Kamera weiter rauszoomen, muss ich sagen. Das ist mir zu nah dran. Bisschen unübersichtlich, finde ich. Oh. Nicht free to play. Nee, wie bei Guild Wars. Ach so, buy to play. Ah, na gut. Oh, ist das auf dem PC nicht komplett free to play mittlerweile? Ah, ich weiß ja nicht. Warum hole ich es mir dann nicht auf dem PC, wenn es da umsonst ist? Sprecht mit dem Proleten. Okay. Ja, das finde ich jetzt spontan nicht so geil. Wenn man da wirklich zu bezahlen muss. Himmelsscherben sind überall verstreut. Jeder dritte gesammelt, erhält zusätzlich Fertigkeitenpunkte, Hinweise, Fundorte, keine Schlüssel, Hinweise. Mache den Weg frei. Lasse diese wandernden Seele nach Hause zurückkehren. 14 Euro kostet es, wenn man es mal auf dem PC hatte. Ja, aber warum? Und sich das dann der Wechsel, also so MMOs, sind ja grundsätzlich schon am PC besser zu spielen, denke ich. Steinfälle. Buy to play gibt's wirklich nur bei Guild Wars und dann hier, ne? Alle anderen sind ja schon free to play. Also hier Star Wars Old Republic, Star Trek, Rune World und wie die ganzen tausenden Dinger, die es da mittlerweile gibt, nicht alle heißen, ne? Der Entseelte erwacht erneut. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen.
Das kann ich nicht vorher. Okay. Noch nicht. Doch, ihr haltet. Aha, gut. Wo soll ich hingehen? Ja. Wir müssen uns. Danke. Seelenberaubt in Kalthafen. Ja, das ist genau die. Das ist genau dieselbe Stadt. Hier im. Nee, ist es nicht. Jetzt muss ich mal auf die Map gucken. Doch, das ist die Stadt, wo ich erst später hingekommen bin. In der PC-Beta war das noch hier irgendwie die oder die Insel hier, wo man gestartet ist. Ja, sieht ja schon recht groß aus, ne? War das hier? Ich weiß nicht mehr so richtig. Interessant, jetzt ist man also direkt hier in der Stadt. Das ist ja ganz nett. Wir haben derzeit genug eigenen Ärger. Okay. Jemand nach. Sprech mit Lysiel. Was haben wir da? Der Wegschreiende von Davos wacht. Ja, hier sind verschiedene Händler und so. Aha, hier. Aktive Quest setzen. Ja, setzt sie jetzt aktiv? Ich drücke A, aber. Irgendwie nicht, hä? Ach doch, da hinten ganz klein das Menü, das Symbol hier. Sieht jetzt hier auch nicht so geil aus, ne? Muss man mal sagen. Liegt vielleicht auch an der Stadt, die so hässlich grau-braun ist. Und dann der N64-Suppennebel hier. Macht es jetzt auch nicht unbedingt hübscher. Aber zumindest scheint die Auflösung recht hoch zu sein, wenn man sich hier so das Kantenflimmer anguckt. Das ist relativ niedrig, ne? Gut, wo muss ich denn? Ach, hier. Na, Lisbeth. Oh. Okay, vielleicht sollte ich doch nicht immer durchdrücken, hä? That was not a foreign word. Edust. That's just gibberish. Pixelzähler haben gesagt, es ist 1080p, okay. Neubeginn auf. Doch, jetzt ist es hier die Insel. Die komische Piraten-Wikinger-Insel, oder? Ja. Ich zoome mal raus. Doch, das ist jetzt die. Die Beta-Insel. Ja. Quatsch, die Beta, die Tutorial-Insel, mehr oder weniger. Sprecht mit Rana. Na gut. Machen wir dann Bummer. Es ist erstaunlich wenig hier los, hä? Im Tutorial sind mir gerade noch ein paar Leute begegnet, aber hier jetzt? Weiß nicht, ob die alle schon höherlevelig sind, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Das war wohl verkehrt. Hier hinten, okay. Hier ist gar nichts los, hier ist ja niemand. Ist gerade der Einzige, der hier zockt, oder? Was läuft da verkehrt? Ah, da war noch einer. Hauptfrau Rana. Ach ja, genau, die Olle hier. Ich erinnere mich. Ich werde sagen, was. Ja. Ich mag die Nord. Findet da. Dari. Juhu! Wo finde ich den denn? Da hinten finde ich ihn. Finde ich ja auch immer super, solche Quests von wegen finde den und jenen. Das Spiel zeigt dir aber schon genau an, wo du hin musst. Höher. Mal gucken.
Da oben. Na gut, dann können wir den Weg lang gehen, wa? You have an R9 280X and this game plays better on Xbox. I don't know. I've got an 270X and played the PC beta and it ran fairly smooth. I didn't have any problems. Du hast nur in der Stadt gespielt, okay. Ach komm. Ach, das ist doch hier der Quest-Tybi. Moin. Was bist denn du hier? Beschwört den Drachenpriester. Aha. Wo ist denn der Drachenpriester? Hier oben. Kommt drauf an. Ja, das dachte ich mir schon. Aber da ich nicht wirklich weiß, was für Allianzen das sind. Aber so habe ich zumindest eine leichte Ahnung davon, wo ich hin muss, weil ich halt schon mal auf dem PC gespielt habe. Schön eine verpasst dem Luder. Hallo? Bist du böse? Ach, Spunky Monkey, ah ja. Das war und ach so, okay. Dachte schon. Gut, besorgt den Stein des irgendwas. Frostgradlager, hier hinten ist was, also gehe ich mal dahin. Ja, ne? Das sah irgendwie das Tutorial, also ganz am Anfang dieses Gebiet sah irgendwie besser aus als das jetzt hier. Das hier wirkt ziemlich unspektakulär. Rang 4 erreicht. Und sonst so, was geht bei euch? Endlich Wochenende, wa? Da ist doch mal was. Aua. Adlerschwinge. So ein Penner. Oh, der ist ja echt stark. Alter Schwede. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Ich war doch 20 Meter entfernt. Du willst mich doch veräppeln. Wiederbeleben, hier. Das war wohl jetzt ein Witz. Okay. Gibt's ja nicht. Hä? Wieso bin ich jetzt noch Geist? Okay, jetzt bin ich wieder da. Hm. War denn das? Hm. Bin ich 20 Kilometer entfernt und er trifft mich trotzdem noch, der Lappen. Cheater hier, Mann. Ich glaube, ich habe auch irgendwie ganz viele Quests verpasst hier am Anfang, oder? Das ist bei Guild Wars echt nett, dass man da die Quests immer automatisch kriegt und nicht ewig zu 50 Charakteren hinrennen muss und die ganzen Dialoge durchklickt. Und bei Neverwinter hast du halt immer nur den einen zentralen Questgeber, der es einem auch relativ einfach macht. Ja gut, die Wasserabfrage ist irgendwie ein bisschen seltsam hier, ne? Die Treffen, die Hitbox scheinen sehr groß zu sein hier. Wo ist man das? Okay, der war einfach.
Stein des Wals. Nehme ich. Habe ich noch irgendwelchen geilen Loot gekriegt? Haupthand. Ahornbogen. Naja, eher nicht, ne? Eisenkeule. Einhändig. Zweihändig. Blitzstab. Wohl auch eher nichts für mich, ne? Nebenhand. Schild. Aber. Boah. Ist auch nicht so das Wahre, wenn ich hier einen Zweihänder habe. Ja, was heißt schön einfach haben wollen? Das ist halt, wenn man irgendwie durch ein Spiel das gewöhnt ist und vielleicht doch verwöhnt, dann wechselt man ungerne zurück. Behaupte ich jetzt mal. Okay. Ups. Ach verdammt, ich habe bestimmt noch irgendwelche Fertigkeiten. Genau. Gibt's wirklich nur drei verschiedene Attribute hier, die man leveln kann? Das ist ja ganz schön wenig. Ja, mache ich halt nochmal ein bisschen Schaden, ne? Oh, Moment. Ach so, ah, und hier kann ich auch noch was? Ach nee, das ist alles gelockt, oder? Ach so, ah, jetzt werde ich hier Y, okay. Ah, mit einem Fertigkeitenpunkt freischalten. Wie viel habe ich denn? Drei. Durchschlagende Hiebe, ja. Das ist jetzt auf Y, okay. Dann auf B habe ich doch Sonnenfeuer. Okay, verbrennt einen Feind. Oh, gut. LB. Hastige Zeremonie. Heilt einen Verbündeten, okay, oder mich. Und hier, ach, hier kann ich auch noch was. Kritisches Stürmen. Mach ich dann wohl mal auf LB, wa? Hä? Warum ist das jetzt weg? Ach so. Kritisches Stürmen mit einem... Achso, ich habe keine Fertigkeiten mehr. Na gut. Ich fände es ja auch ganz hilfreich, wenn man hier das, das Heads-Up-Display immer wieder angezeigt bekommen würde. Mal gucken. Damit ich weiß, was für Fertigkeiten ich hier habe. Spielwelt, Schlachtstufe, Unschuldige verschonen, Kopfbedeckung verbergen, immer alles einsammeln, ja. Immer alles stehlen, ja. Vorzug der Seelensteine, Tutorien. Schnellleiste einblenden. Questübersicht ein. Lebensleiste will ich auch ein. Okay. Ja, genau. So ist es doch besser, wenn ich hier auch ein bisschen Übersicht habe. Also Y war wildes Gepiekse. LB ist eine Heilung. Und das Blau ist dann wohl meine Magie. Okay. B. Okay. Na, das piekst doch ganz nett zu. Stehlen sollte ich ausschalten? Nee, hier wird alles geklaut. Ich weiß, dass ich auch in Häusern und so Shit looten kann. Natürlich klaue ich denen alles. Die Penner hier. Alles meins. Das ist doch bestimmt hier oben irgendwo. Komme ich denn da jetzt hoch? Böse Sachen machen wird bestraft. Ja, das macht ja nichts. Ich stehe darauf, bestraft zu werden. Jawohl, beschädigte Gegenstände. Ah, erworbenes Reparaturmaterial. Was? Kreuz 42 durch 42 ESO UI Art. Okay, haben wir den ersten Bug gefunden. Das ist doch auch schön. Wie komme ich da hoch? Wie zoome ich hier nochmal ran? Verdammte Axt. LTRT. Ach, näher geht's gar nicht. Das ist ja doof. Wo ist denn die Questmarkierung? Ach so. Ah, nee. Das hier ist das Quest. Und hier bin ich. Also muss ich wieder hier hoch und dann irgendwie da über die Mauer. Ach so. Okay.
Fackelkäfer. Komm mal her, Käferli. Ach, einfangen. Okay, Insektenstücke. Super, da hat er es zerquetscht. Hat er den Käfer nicht eingefangen, sondern hat ihn zermalmt. Moin, Poxy. Ja, doch. Wieso? Oh, nee. Was ist denn jetzt los? Oh, nee. Kein Fan, oder was? So. Ah, hier in der Mitte ist der bestimmt wieder. Ging das so? Boah. Da weicht er aus, das Luder. Kann ich hier irgendwie noch die Kamera umstellen ein bisschen? Ich will die weiter hinten haben, das ist doof so. Kamera, ah, Moment. Kameraentfernung, das geht, das ist doch schon mal schön, ja. So habe ich das lieber. Bisschen Übersicht hier. Geht doch alles. Das steuert sich aber ganz gut, muss ich sagen. Also so von der Übersichtlichkeit und so. Ist jetzt nicht mega bequem hier, gerade wie man die Fertigkeiten zuweist. Das ist ähnlich umständlich wie bei Neverwinter. Aber es gibt auch Schlimmeres. Das ist ganz in Ordnung. Na, ich hab den D gedrückt. Lootet der automatisch jetzt den ganzen Shit hier? Das macht auch nicht Schaden, das Ding. Rang 3 bei Speer erreicht, super. Ach, und dann muss ich hier in die Höhle rein, ich erinnere mich wieder. Na? Jo. Weit den Leichnam des Priesters, meinst du nicht eher entweit? Ach so, hier über mir, das ist meine Gesundheitsleiste, der komische Balken oder was? Na, ist ganz auch nicht so mega hübsch. Ihr werdet nie das Bündnis bezwingen. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder, was bei dem Spiel hier nicht so geil war. Das war, dass man hier mit allen und jedem... Scheiße, jetzt bin ich ja gleich tot. Dass man hier mit allem und mit jedem, dass es keine so richtigen Instanzen gab. Also jetzt auch nicht hier in der Höhle. Ah, ich muss mal raus. Dass jetzt einfach hier 50 Leute mit reinkommen können und gerade, wenn so ein Spiel neu losgeht, ist es natürlich immer blöd, weil dann klaut man sich gegenseitig die Gegner und so weiter. Und das hat ein bisschen genervt dabei. Habe ich hier irgendwelche Heiltränke oder so? Ach, ich kann mich doch heilen. Mit was war das? LB, ne? Ja, genau, stimmt, Mann. Oh, yeah. Nee, guck mal, Ausdauer ist das nicht, sonst müsste die ja jetzt runtergehen. Ich denke, das ist meine Gesundheit. Ich bin mir nicht sicher, aber... Hm. Ich vermute das jetzt mal. Okay, ich mach mal hier eben. Bevor da noch irgendwelche Spacken hier spawnen. Ja, doch, das ist schon meine Gesundheit. Das ist natürlich irritierend, dass das über meinem Charakter hier grün ist und sonst ist. Oder blau. Und sonst ist halt die Magie blau. Das ist ein bisschen. Ja, das irritiert ein wenig. Jute-Robe. Das klingt doch gut. Torso. Jute-Robe. Her damit. Oh, sieht ja spitzenmäßig aus. Nee, ich glaube nicht, dass die Xbox-Steuerung, die wird nur auf der Xbox funktionieren. Ich denke nicht, dass sie das auch auf dem PC umsetzen. Das ist bei Neverwinter genau dasselbe. Das kannst du auch nicht am PC mit Gamepad steuern. Das hängt ja auch immer dann mit dem Inventar zusammen, wie das gemanagt ist und die ganzen Menüs, die sind ja alle auf Konsole angepasst hier.
Und ich denke nicht, dass die das auf PC umsetzen. Also es wäre mit Sicherheit machbar, aber ich glaube nicht, dass die das machen werden. Das würde mich schon sehr wundern. Suche nach einem Beweis. Okay. Tiefer. Hm. Nee, also ich denke nicht, dass das... ist ja tot hier. Dass das auf dem PC gemacht wird. Ja, jetzt ist er endgültig tot, wie es scheint. Es steuert sich aber eigentlich ganz gut. Wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist das nicht so schlecht. So eine Unlock-Funktion wäre vielleicht noch nicht schlecht, ne? Gerade wenn es mehrere Gegner sind, dass man die... shit, hier hätte ich nicht runtergesollt, hä? Mist. Dass man hier die einen Gegner anvisiert fest. Das muss doch irgendwie gehen. Oh. Danke für deinen Follow, Hartox. Moin, moin. Danke dir. Oh yeah, das macht er. So, wo muss ich jetzt? Muss ich wieder hier hoch irgendwie? Ah, nee, da wollte ich doch jetzt gar nicht hin. Hier ist doch direkt ein Weg. Ach, hier, ja. Müsste natürlich mal testen. Also hier, Chatfenster habe ich jetzt noch gar keins gesehen. Das ist auch noch nie aufgeploppt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man chattet. Mal gucken. Kommunikation. Nachrichten. Ach, das ist hier Post. Hm. Guck mal, wo nochmal in die Optionen rein war. Schnellzugriff, Waffenwechsel, Questwechsel, Schleichen, Interagieren, Springen, Fertigkeiten, Unterbrechen, Fertigkeiten, Fertigkeiten, Blocken, Emote-Menü, Verstauen, Synergiefähigkeit, Reittierrufen, Ausweichrolle. Ich sehe jetzt hier nichts, wie ich irgendwie auf den Chat zugreifen kann. Da links die Steine einsammeln. Wo meinst denn du? Ach hier, ist das so ein, wie heißen die? Dingsbumsstein? Machtrune. Ach ja, okay. Ich dachte mir schon, das leuchtet so schön bunt. Jora. Ah, okay. Der Jora. Hm, ich weiß nicht, ob die hier so normalen... den normalen Chat irgendwie vielleicht komplett ausgemacht haben, weil man ja hier miteinander quatschen kann, aber eigentlich gehört so ein stinknormaler Chat schon dazu bei so einem Spiel, finde ich. Gerade wenn man handeln will, dann gehst du doch nicht hier in die Stadt und dann planen sich 50 Leute an und dann hörst du noch irgendwelche Kiddies immer mit rumschreien. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Was? Genau. Sucht nach einem Beweis. Tiefer, hä? Okay, Tagebuch. Von unter der Erde. Aktive Quest setzen. Hä? Ist das hier in dem Dungeon drin oder was? Ach nö, hä? Wieso hat's mich denn dann vorhin rausgeführt? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, aber auf der Konsole ja USB-Tastatur anstecken. Die ganzen Konsolen unterstützen das so mittlerweile. Kannst du ja auch relativ bequem mit den Dingern rumsurfen. Ach hier, ach, das ist ja bescheuert. Wieso zeigst du mir dann auf der normalen Map irgendwas an? Das ist ja Quatsch. So, habe ich jetzt noch irgendwas hier, bevor ich hier rausgehe? Das ist ja Blödsinn. Hm. Markierte ist groß. Ach so, aber ich habe ja nicht mehr Quests. Ich hatte ja nur das eine. Deshalb konnte es ja auch nur das anzeigen. Ich hatte ja die ganze Zeit nur dieses eine Quest. Das meinte ich ja schon vorhin. Deshalb hätte es mir ja das Quest jetzt auch da drin anzeigen müssen und nicht hier draußen irgendwo. Wenn es jetzt mehrere Quests gewesen wären, okay, dann
hätte ich deinen Punkt akzeptiert, aber so. Jetzt führt es mich doch schon wieder sonst wohin. Ach, hier vorne ist der. Ach, hier ist er doch direkt, der komische Tübi. Ah ja, dein Schild. Okay, danke. Was nun? Ja, was nun? Finde die vermissten Einheimischen. Sagt Hauptmann Rana, dass sie früher mit der Evakuierung besinnen soll. Beginnen. Ja, ich kann ihr jetzt sagen, dass sie früher mit der Evakuierung beginnen soll. Das heißt im Grunde nur, dass ich hier das Tutorial, beziehungsweise die Tutorial-Insel abbreche. Wenn ich mich recht erinnere. Guck mal auf der Map. Irgendwie, ich weiß auch nicht, die Symbole sind ein bisschen. Ist das hier? Nee. Ich guck doch in die richtige Richtung, oder? Tagebuch. Das ist schon hier, ja, okay. Die Symbole sind ein bisschen uneindeutig. Könnte ruhig ein bisschen mehr herausstechen, finde ich. Moin, Hedy, moin. Ich hab's gut, wieso? Was meinst du? Grafik, Steuerung, also Framerate scheint stabil zu sein. Steuerung ist ganz okay, Grafik, ja, boah, ne? Im Anfangstutorial sah es am besten aus bis jetzt, muss ich sagen. Es sieht nicht ganz so geil aus hier. Vor allem der Nebel ist ein bisschen krass, finde ich. Vartan, danke für dein Follow. Das erinnert schon stark an N64-Zeiten hier. Aber das ist beim PC auch nicht so krass, wenn man in höheren Einstellungen spielt. Die Sichtweite ist nicht so mega. Ja, das konnte ich, glaube ich, aktivieren. Ja, Wegschreien, eine schnelle, kostengünstige Art zu reisen, genau. Okay, und jetzt will ich es nach wie vor nicht hierher haben. Finde die vermissten Einheimischen. Okay, nee, da kann ich ja... Ach so, Quests, Orte, Regionen, Schauplätze... Also ich weiß noch, dass die hier in dem Dorf, glaube ich, drin waren. Aber die Markierung hilft mir jetzt gerade überhaupt nicht. Sucht am Wegschrein nach den Vermissten. Bist du ein Vermisster? Du möchtest nicht mit mir... Ach, das ist ein Spieler. Okay. Ja, gut, dass wir das besprochen haben. Bambi! Nicht irgendwie blind, Wegschein benutzen. Nee. Hier ist doch nichts, oder? Hä? Na gut, ich gehe jetzt mal in das Dorf hier vorne rein. Oder was auch immer das ist hier. Vorne links müsste jetzt das Dorf sein. Oder nicht? Ah, hier ist ein neues Quest. Ah! Aha, bin ich jetzt hier richtig? Hallo, die sieht doch genauso aus wie die komische Kapitänstante. Hab ich jetzt schon 50 Mal durchgeklickt? Ja. Okay, sagt Hauptmann früher? Nee. Sucht am Wegschrein. Hä? Na. Verkleidung könnt ihr im Inventar finden. Okay, ja, jetzt musste ich mich irgendwie hier verkleiden. Ich erinnere mich. Finde ich in die Aufmachung. Verkleidung. Okay, und jetzt konnte ich, glaube ich, unbeschwert hier rein. Wie wechsle ich denn jetzt mein Quest?
So, durchsucht. Rosins Torheit, okay. Ich will es halt bunt werden. Nee, ich war doch vorhin auch in der Stadt, in dieser großen Stadt und da war es auch nicht nebelärmer. Okay, was soll ich hier genau suchen? Ah. Düstere Fürsorge. Okay. Das scheint ja auch markiert zu sein, ne? Zerbrochenes Runensiegel. Ich glaube, hier gab es dann auch irgendwelche Hunde, die mich hier enttarnen konnten. Wenn ich nicht irre. Ja, da ist noch was. Na. Runenstein nehmen, jawohl. Und da hinten. Oder gibt es die Hunde gar nicht mehr? Also die hier sind ja auf jeden Fall nicht aggro, wenn sie gelb sind. Da drin ist was. So, gelangt in die Mine. Die ist... Oh. Die Penner. Jawohl. Moin Ninja, moin moin. Yo, du warst schon länger nicht mehr da. Alles klar bei dir? Begonnen auf Frostkram, grad was? Okay. Ist nicht, was mir das genau sagen soll. So, hier ist die Mine. Na gut. Gehen wir mal an die Mine. Verschwindet. Was? Ich komme wieder. Okay, was? Hä? Verschwindet. Nochmal. Es ist kalt. Was? Wer zum Reich des Vergessens seid ihr? Raus. Ach so. Ich muss bestimmt mich wieder nackig machen, oder? Hinweise, legt die Frostgradverkleidung an. Habe ich die nicht mehr an, oder was? Ach so, ja, weil die mich angegriffen haben, gegen die verloren, war. Ah, ja, okay. Verschwindet. Lügen. Gut. Da bin ich gut drin. Der geborene Lügenbold. Damit ist die Dose schon leer, ne? Oh, was die hier für tolle Sicherheitsmaßnahmen haben. Da kann man sich immer wärmen, wenn es kalt wird. Okay. Das ist irgendwie nicht so böse. Ich krieg auch keinen Loot oder was. Ach. Was ist denn das für ein Tibi? Was kann denn der für Attacken? Und ich habe nochmal so eine Verkleidung gefunden. Na gut. State of Decay in der Logo, ja, doch, State of Decay habe ich geplant. Habe ich zwar an der, auf der 360 damals schon gezockt, aber doch, zocke ich auf jeden Fall auf der One nächste Woche. Doch, da freue ich mich drauf. Das ist ein sehr schönes Spiel und das ist auch schon länger her, dass ich das gezockt habe. Ja, damals Release, wie alt ist denn das? 2 Jahre oder so mittlerweile bestimmt schon, hä? Doch, das mache ich. Auf jeden Fall nächsten Dienstag. Danke für den Follow. Ich habe nicht aufgepasst. Sorry, ich weiß auch nicht wer. Danke dir. Ja, du kannst es auch in Ego-Perspektive spielen, aber finde ich nicht so geil. Warte mal, hier. Das ist auch Ego-Perspektive, aber das steuert sich so ein bisschen abgehackt. Also nicht so richtig flüssig, wie man sich hier umgucken kann. So MMO spiele ich lieber immer mit so Third-Person-View, muss ich sagen. Wo man so vielleicht natürlich besser sieht, wie man ausholt. Was ist denn jetzt los? Ah. Ja, aber ich spiele einfach lieber so. Sub-Zero, danke für dein Follow, danke dir. Man kann auch hier, das finde ich ja ganz angenehm, die
Kamera so ein bisschen nach hinten und vorne verschieben. Ich hätte es ganz gerne, dass ich die noch nach links oder nach rechts verschieben könnte. Ich das nicht so mega mag, wenn man die Charaktere so, wenn die so ein bisschen versetzt sind. Naja, kann ich wohl nicht ändern. Bin ich überhaupt richtig? Ja, scheinbar. Umgehe die Feuerfallen, ja, läuft. Noch kein Loot, ne. Oh, fast tot. Mal heilen, so. Portal ins Reich des Vergessens. Betrete das Portal. Okay. Dann mache ich das wohl mal. Na gut. Ja, ne? Ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen, aber dich gleich mal gekickt, Tross. Erstens schien mir es wie Spam, zweitens war es Caps, drittens auf Englisch und viertens sowieso und überhaupt. Ja. So, wen haben wir denn hier? Zerstört das unaussprechliche Siegel. Okay. Na, das hat wohl nicht so geklappt. Drückt Gegenstände, Schnellzugriff. Für andere Gegenstände auszuwählen, haltet gedrückt, während der andere Fenster befindet. Okay. Hä? War es das jetzt wirklich schon? Das war aber unspektakulär. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie ein Kampf oder so. Hm. So ein schöner Raum und man verbringt 3 Sekunden dort. Das war unspektakulär. Vertrag mit dem Bündnis. Stiefelmesser, okay. Mal gucken, macht das Sinn? Ich sowas nehmen? Nebenhand, Haupthand. Ja, das ist grün, ne? Das ist ja schon mal schön. Verursacht Magieschaden, stellt Ausdauer wieder her. Geschärft, erhöht Rüstungsmagiedurchdringung. Ja, geil. Dann nehme ich in die Nebenhand mal den Schild, hä? Ui, das ist ja wirklich niedlich, das Messerchen. Ach, das ist ja herzallerliebst. Eieiei. Himmelsscherbe vergessen, ja. Gut, wird eh alles resettet, ne? Von daher muss man jetzt nicht sich hier abmühen und den ganzen Kram suchen. Das müsste ich dann ja eh alles wieder machen in der Vollversion. Tja, was der Unterschied ist, Steuerung, würde ich mal krass behaupten. Steuerung und Sprachchat scheinbar überall. Umsonst scheint mir das relativ das gleiche zu sein. Es scheint keinen Chat zu geben. Das verwundert mich so ein bisschen. Aber ansonsten ist es schon mehr oder weniger genau dasselbe wie am PC. Rang 3 schon bei Waffen mit Schilden nach 2-3 Kämpfen. Das ging ja schnell. So, ich habe aber immer noch diese Quest. Findet die Vermissten Einheimischen an diesem Ding da. Da gibt es doch nichts zu finden. Bist du eine von den Vermissten? Ich kann euch verstehen. Meine Güte, ich bin kein Skever. Nein, nein. Okay, na dann geh mal vor. Molla. Molla, Molla. Na, was willst du mir denn zeigen? Nehmt den Zauberstab. Ich bin doch gar kein Magier. Okay. Und jetzt? Kühne sei Dank, ihr habt. Rettet, rettet, Leuer, rettet, rettet, rettet. Ich will aber einfach, verbrennt die Vorräte. Ach, das habe ich vorhin nicht gemacht. Toll.
hier, untersucht, verbrennt die Vorräte. Ach so, jetzt raff ich das. Findet die vermissten Einheimischen. Das ist, glaube ich, so ein übergeordnetes Quest, oder? Das ist jetzt gar nichts, was ich hier erreichen kann, sondern... Na, das hier ist jetzt zum Beispiel, das sind vermisste Einheimische, aber das sind Quests, die mehr oder weniger halt so danach folgen. Ach, das ist ja strange. Ach so, und die sind hier in dem Gebiet und der ist da in dem Gebiet. Na, dann passt es doch, dann komme ich ja da auch noch hin. Hm. Nicht so ganz eindeutig. Ob ich The Witcher 3 auf dem PC? Nee, The Witcher 3 zocke ich auf Konsole. Da ist mein PC nicht schnell genug, als dass ich da ein Spiel in maximalen Einstellungen zocken kann und dann auch gleichzeitig streamen. So ein PC gibt es, glaube ich, auch nicht. Und da ich nur einen PC habe, beziehungsweise der zweite, den ich hier stehen habe, der ist nicht so schnell, mache ich das an Konsole. Nee, ach, am PC, ja, nee. Ich habe da nicht so die Lust, mich dann immer mit den ganzen Einstellungen und so rumzuärgern. Reicht mir schon immer, wenn ich mit dem Stream hier genug zu tun habe. Dann will ich eigentlich so ein Spiel einfach nur reinhauen und zocken. Und vom Spielspaß wird sich das wahrscheinlich nicht viel nehmen. Ob es jetzt 1080p ist oder 998p oder sowas. Das ist dann ja relativ egal. Hier irgendwo... Ach, das ist ein... Ach so, ach, das ist die Olle hier verzaubert. Ach genau, ich erinnere mich wieder. Ich bin euch sehr verbunden. Ja, ich würde jetzt auch da bleiben. Schmetterling, okay. Insektenstücke. Also ich war am Überlegen, ob ich es mir vielleicht am PC holen soll, weil ist ja auch günstiger am PC, ne? Das sollte man auch nicht vergessen. Aber, ja, ich würde es eh mit Controller spielen. Und, das wird natürlich besser aussehen, das ist ja keine Frage. Aber, das rechtfertigt dann für mich nicht die Mühe, die ich da reinstecken müsste. Und dann müsste ich mir vielleicht auch noch eine neue Grafikkarte holen und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich dann ehrlich gesagt, nö, da zocke ich das lieber schön optimiert an Konsole, wahrscheinlich auf der PS4. Und dann bin ich damit auch happy. Und solange das Spiel gut ist, was es wahrscheinlich sein wird, ist mir die Grafik da auch nicht so wichtig. So, wo ist denn der? Ach, da drüben. Was bist du? Rolunda. Hallo, Rolunda. Oh, ein Schafsluder, hä? Die Rolunda. Du Luder. Rolunda, Rolunda. So, wo ist hier ein seltsames Tier? Das ist doch bestimmt auch wieder der. Hier. Na? Achso, hab ich schon gemacht, okay. Seid gedankt. Bitte, bitte, Echsenkollege. Du hast auf dem PC vorgestellt mit 16 DLCs, aber die gibt's doch überall. Die gibt's, ja. Auf jedem System, also das macht ja keinen Unterschied. So. Rettet Brand. Ach, hier ist noch was. Sieht sehr wie Neverwinter aus. Ja, der Unterschied zu Neverwinter ist, dass Neverwinter ja immer wieder so, ja, vergleichsweise kleine Instanzen hat, in die die Welt unterteilt ist. Hier ist es halt, abgesehen mal von der Insel, jetzt eine große Welt. Wobei ich solche Instanzen bei Neverwinter gar nicht so schlecht fand, gerade in irgendwelchen Gebieten.
in irgendwelchen Dungeons oder so, weil man sich da halt nicht gegenseitig das Zeug klauen kann. Das ist jetzt hier nicht so schlimm, weil echt wenig los ist, muss ich sagen. Also es ist wirklich, für eine Beta ist schon sehr wenig los hier. Und gerade auch für, wie spät haben wir es, 9 Uhr, Freitag, da müsste das Ding doch proppevoll sein. Ich weiß nicht, ob die so wenig Beta-Keys rausgeschickt haben oder was. Aber es ist schon, ja, relativ ruhig, ne? Brennt die Vorräte, findet einmal ein... Habe ich hier irgendein Quest hier drin? Ach hier, okay. Ist das da an dem Kreis? Bin ich jetzt schon zu weit gerannt? Nee. Jetzt zwischen den Ländern... Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, du. Also immer mal wieder mal, wenn man hier so ein Haus reingeht, so ganz minimale Ladezeiten. Ich kenne es nur vom PC so ein bisschen und da gab es, ja, kleinere Ladezeiten immer mal wieder, ne? Aber hab ich jetzt hier noch nicht so gemerkt. Na. Okay, wo ist er denn da einmal? Hier ist ein anderer. Da hinten. Ach hier, finde Hinweise auf die Identität des Frostmanns. Ah. Errate, wer ich bin. Und vielleicht lasse ich ihn gehen. Moin, Datama. Nee. Ehrlich gesagt nicht. Nee, dein Name sagt mir jetzt wenig. Immer weiter. Da werden schon keine Fallen sein. Na dann hole ich wohl erstmal die Hinweise hier, wa? Ach so, aber ich glaube, da musste ich so außen rum rennen. Ja, digital kriegst du das schon so für um die 30, 40 Euro wahrscheinlich, ja? Wenn man da ein bisschen guckt bei Moga oder so. Da ist doch was. Eine tolle Ratte abgeben. Kumpel hier, der Marin, der immer hier Heroes of the Storm mitspielen will, es bis jetzt aber noch nie gemacht hat, der hat sich auf Amazon die Super Hyper Mega Special Collectors Edition Gedönse vorbestellt, die, ich glaube, dort hat sie 150 Euro gekostet, ist schon lange ausverkauft. Aber da ist ja ein möglicher Schnickschnack mit dabei, also eine Statue, glaube ich, von hier Geralt mit einem Greifen und Soundtrack und ein Buch und was weiß ich nicht noch alles. Das ist natürlich schon wieder ganz schick, ne? Der Frostmann, ach so, ich brauche erst Hinweise. Nein, ich bin von xboxfront.de, siehst du doch hier oben links. Nein, mit Gameswelt habe ich überhaupt nichts zu tun. Xboxfront.de, gerne mal besuchen, Xbox News oder auch PlayStation Front oder Nintendo Front für News zu den jeweiligen Seiten. Aber mit Gameswelt habe ich nichts zu tun. Habe ich das schon? Ja. Ich befürchte irgendwie, ich hätte hier aufpassen müssen, um gleich das Rätsel zu lösen. Die Version musst du so oder so bei GOG einlösen. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Sind die GOG-Versionen nicht alle DRM-frei? Also ohne Kopierschutz? Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ach komm! Irgendwas stimmt hier nicht mit meinem PC, beziehungsweise mit dem Lüfter. Den höre ich so ein bisschen rappeln, da schleift irgendwas. Hm. Muss ich nachher mal gucken, das ist nicht so toll. Ramponierte Truhe. Hab ich jetzt auch noch nie gehört. Hm. Strange. 100, du hast du ja auch vorbestellt. Na, sehr schön, Zitmog. Nice.
Ja, ich denke, so unter Fans, ne? Wirst du die wahrscheinlich locker für einen doppelten, dreifachen Preis loswerden? Kann ich mir gut vorstellen, dass es da so ein paar gibt. Wie weit bist du, schlaue Ratte? Hast du eine Ahnung? Nur schon da, du Lappen. Kann ich überhaupt falsch antworten? Einfach buddeln. Ich Spion? Das macht keinen. Ach, das war's schon. Okay. Dreht das Versteck. Na, schön. Hier bin ich. Oder bin ich hier? Rate falsch, mein Schätzchen. Und du gehörst mir. Unfair. Bäh? Habe ich auf Anhieb den richtigen gefunden? Okay. Das ist ja mal nice. Okay. Ja, hier ist jetzt plötzlich so viel los, hä? Ist ja strange. Die glänzenden Steine. Das. Befreit Eimann. Wo ist denn der Eiermann? Muss wieder raus hier, okay. Argoniert. Das Bild sieht sehr seltsam aus, so schief gestellt. Das muss so sein. Das ist schon alles hinterdacht und geplant. So. Wie ist es mit Controller so? Gut. Erstaunlich gut. Ich war skeptisch am Anfang, aber das steuert sich schön. Das macht. Doch, das läuft gut. Also. Kann jetzt nicht meckern, muss ich sagen. Aua, du Luder. Es ist eine Beta schon. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Quests bemerkt, aber ja, vorhin war mal ein Quest bei so einem Tutorial-Text, der aufgeploppt ist, wo dann ja, mehr oder weniger Programmcode zu lesen war. Ansonsten läuft es aber ganz gut, muss man sagen. Also es ruckelt nicht. Es ist auch vergleichsweise wenig los, vielleicht liegt es auch daran. Also so richtig vielen Spielern bin ich noch nicht begegnet. Und dafür, dass es eine Beta ist, wo man meint, das Spiel sollte getestet werden, ist hier noch ein bisschen wenig. Ach, gucke an, ich kann jetzt hier die X-Attacke gar nicht mehr nutzen, sehe ich gerade, weil ich kein zweihändiges Schwert habe wahrscheinlich. Da muss ich jetzt mal gucken. Und ich kann auch aufsteigen. Dann mache ich nochmal Angriff. Hier oben. X. Zorn der Morgenröte. Nee. Waffe. Waffe mit Schild. Ah ja. Durchstoß. Jawohl. Okay. Nee, das wollte ich aber jetzt eigentlich zuweisen. Genau hier hin. Okay. Und was habe ich jetzt bei RB weggemacht? Bei RB hatte ich da auch was anderes drin, oder? Was hatte ich denn bei RB drin? Verdammt. Was habe ich denn noch? Sonnenfeuer, Trennen, Seelenfalle. Oh. Cat, danke für deinen Follow. Danke dir. Seelenfalle, na, machen wir das hier rein. Jut, jut, warum ich nicht aus Ego-Perspektive spiele? Weil ich Ego-Perspektive nicht mag bei Rollenspielen. Ich spiele lieber Third Person, muss ich sagen. Bin ich so der Fan von... Was ist geschehen? Was? Wie will be Stress Testing, Login Service? Ja, okay. Login Service, Stresstest in 15 Minuten. Irgendwas bedeutet das bestimmt. Ich kann es nur leider so schnell nicht lesen. Ich hoffe, es ploppt nochmal auf. Was? Vous serez déconnecté? Ah ja, toll. Ja, irgendwas mit Verbindung trennen? Mein Französisch ist leider eher bescheiden. Du hast Glück, dass ich überhaupt gekommen bin. Ihr werdet vom Megaserver gekickt, versucht euch wieder einzuloggen, um beim Testen zu helfen. Ja, super, das ist ja nett von euch. Vielen Dank auch. Gut, 15 Minuten also. Hier ist doch noch ein Quest. Sprecht mit, ach hier, die Olle. Rotunda.
Ah, das ist so komisch, dass die dann woanders hinläuft. Vorhin stand sie noch hier am Feuer. Eine Gabe. Quest abschließen. Okay, rettet Brand. Wo ist der? Du hättest das sehen sollen, Roddy. Die Höhle ist einfach unglaublich. Verbrennt die Vorräte. Nenn mich nicht Rolli. Rettet. Ach, da unten, okay. Na, dann verbrenne ich erstmal die Vorräte. Der ist nur so groß wie ein Kind. Wie ein böser Baby. Geh nochmal da rein und ich lass dich verrotten. Ego und Eso ist unspielbar, findest du. Das Hut ist schon komplett anders, ja. Also das, das Hut ist anders, die Steuerung ist anders, die Menüs sind anders. Das ist komplett nicht übernommen. Also das haben sie angepasst hier auf Konsole. Das würde doch nicht gehen, wenn du das... Massenkontrolle? Okay. Das würde doch nicht funktionieren, wenn man einfach das PC-Interface hier auf Konsole übertragen würde. Und das ist auch ganz okay. Also ich meine, ja, es ist ein bisschen unübersichtlich hier. Was ist das? Gruppe? Ja. Es geht, also. Ist ein bisschen vergleichbar mit Neverwinter für die One hier. Vielleicht sogar ein bisschen zugänglicher hier bei Skyrim. Bei Neverwinter ist das alles schon doch sehr verschachtelt und teilweise ein bisschen umständlich, wie man auf die ganzen Tastenkombinationen und so zugreift hier. Oh, da war doch nochmal so ein Ding. Das hässliche Skyrim-Menü. Ich habe Skyrim nie gespielt. Ich gebe es ja zu. Kann ich nicht sagen, ob das so ähnlich ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja, selbst wenn, dann ist es nachvollziehbar, dass sie das ähnlich wie Skyrim gemacht haben, um dann die Leute, die Skyrim mochten, vielleicht anzulocken, auch dann hier mal zu spielen. So von wegen, ach, das sieht ja aus wie Skyrim. Da kenne ich mich ja aus. Das muss ich da mal testen. Ach, hör mal auf. Alte Bitch. Vorräte. Ach, hier. Große viereckige Kisten, natürlich. Ah, jetzt brennt's. Befreit die Geiseln. Hier oben. Aua, du Luder! Alte Schabracke. Kommst du her, du Sack. Stufenanstieg, nice. Trinkschlauch nehmen. Ach da, das kleine Ding hier. Natürliches Wasser, ach so. Es gibt ja also auch künstliches Wasser. Das ist ja interessant. Ich brauche Hilfe. Bitte. Jo, schon da. Ihr seid keiner der Banditen. Nein. Sie haben mich im Wald. 10 Minuten. Wir haben Feuerholz gesammelt. Bitte versucht, dich wieder einzuloggen. Ja, ich fürchte, ja, das wird dann nicht so richtig funktionieren. Naja. Abgeschlossen. Hm, was haben wir denn noch? Rettet Brand. Ja, okay, dann. Gehen wir mal dahin, wa? Mal der Nase nach. Hm, ist zu lange her, dass ich das hier auf dem PC gespielt habe. Beta, Ding ist doch jetzt schon anderthalb Jahr alt oder so. Also ich erinnere mich nicht mehr so wirklich, wie das, User Interface hier aussah auf dem PC. Mods, ja, sowas gibt's halt hier nicht, ne? So Interface-Mods und so, nee. Sowas kannst du hier vergeblich suchen. Das ist, ja,
Ich weiß nicht, wie das hier bei, bei Elder Scrolls ist mit, ja, mit Endgame-Content und Raids und so weiter. Und wie viele Leute man dann in den Raids hat, also gerade was dann irgendwie Heilung und so weiter angeht. Ob das dann hier an Konsole nicht viel schwieriger ist, wenn das, keine Ahnung, 20 Leute oder so sind. Da kenne ich das Spiel halt wirklich überhaupt nicht für und kann da jetzt nicht wirklich sagen, ob das dann noch irgendwelchen Sinn macht. Kann ich die killen? Ja. Ein Nutztier getötet, das Gesetz respektiert. Kopfgeld auf mich gesetzt, okay. Na gut, komm. Dunkles Fleisch, Innereien. Ihr seid nun berüchtigt. Oh. Der Pferdekiller. Nee, der Kuhtöter, berüchtigt. Die Wachen wissen von dem Kopfgeld. Sie werden euch verfolgen. Einige Bürger werden sich weigern, mit euch zu sprechen. Kopfgeld fällt mit der Zeit. Oh, was? Ich habe mächtigen Durst. Ich habe mächtig Durst. Und ihr werde mein Kopfgeld nicht zahlen, du Penner. Ah! Seid nun jederzeit vom Gesetz. Okay. Ah! Mach doch mal das Interface weg. Errungenschaft. Schnipp und weg. Okay. Flüchtig. Ja, ach Leute. Ich will doch gar nicht flüchtig sein. Muss ich denn hin? Da hinten hin. Mann, da hast du nur einmal eine Kuh gekillt. Ich bin nur ausgerutscht mit meinem Messer. Gestolpert und dann fiel mein Messer in die Kuh rein. Da kann ich ja auch nichts für. Es scheint wirklich keinen Textchat zu geben. Jetzt mach doch mal die blöde Nachricht hier weg. Ich hab's jetzt verstanden. Ich bin böse und so. Ah, oh, stehlen. Ihr habt fremdes Eigentum. Was? Ich habe eine Kuh gelootet, also bitte. Die war schon tot. Jetzt hört mal auf hier. Spinn doch nicht rum. Fremdes Eigentum. Ich habe die eigenhändig in einer harten Schlacht getötet. Moin Pyro, moin moin. Man sieht gar keine anderen Spieler. Nee, es ist echt wenig los hier. Das habe ich auch schon mehrfach festgestellt. Es ist sehr wenig los. Für eine Beta. Gerade wenn das hier Mega-Server, also ein Server für ganz Europa, dann weiß ich nicht, was da so richtig abgeht. Ach komm. Was war das? Na gut. Bist du hier? Ah ja, es ist okay. Ja, Neverwinter gibt es Textchat schon. Ich finde das auch ein bisschen seltsam mit Handeln ohne Chat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann wirklich mit dem Sprachchat hier sich in die Stadt reinstellt und dann dort reinbrüllt. Und da hast du 50 Kiddies, die dann da rumschreien. Sprecht mit Moller. Okay, hoffentlich sprechen die jetzt noch mit mir. Wie viel Kopfgeld habe ich denn da überhaupt? Quatsch, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 400. Ihr habt einen gestohlenen Gegenstand. Falls ihr wach erwischt, konfiszieren. Händler kaufen nie. Könnt ihr aber im Hehler verkaufen. Gestohlene Gegenstände. Okay, wo ist denn der gestohlene Gegenstand? Sehe ich denn das? Ah, hier. Aktion. Zerstören. Okay. So, bin ich jetzt wieder nicht ganz so illegal? Ich weiß es nicht. Ohne Chat ist ja voll doof. Ja, finde ich auch. Meinst du, die Einladungen sind so rar? Ja, ich kann es nicht einschätzen. Also ich wusste nicht mal mehr, dass ich mich angemeldet habe. Und habe gestern Abend den, oder gestern irgendwann, ja, im Laufe des Tages habe ich den Key bekommen. Kann sein, dass ich mich wirklich schon vor ewigen Zeiten mal angemeldet habe und deshalb vielleicht Glück hatte. Aber kann ich nicht so richtig sagen. Wo ist denn jetzt die Olle? Da hinten irgendwo. In 5 Minuten. Ja, okay. Oh ja, kann ich hier bezahlen? Aua, du Penner. Ich möchte mein Kopfgeld bezahlen. Okay. Halt nicht, du
Arsch. Ach, geh doch weg. Ich war 20 Kilometer entfernt von dir. Penner hier. Wo ist denn jetzt... Ah, du Arschloch. Du willst sterben, oder? Okay, vielleicht wurde auch ich gestorben, ja. Wiederbeleben. Hier. Gefüllter. Roter Strich. Oder so. Hinweis, Wache, konfisziert, getötet. Was bedeutet denn das gefüllter Bluttropfen oder so? Wachen können nicht sterben, echt nicht? Das heißt, verschiedene Fraktionen können hier keine Raids gegeneinander starten und mal so Städte überfallen. Ich erinnere mich noch an WoW, da war das immer mal ganz nett, wenn man in Sturmwind oder... Ogrimmar oder so mal einmarschiert ist, je nach Fraktion. Das war eigentlich immer ganz lustig. Oh, verdammt, hier bin ich falsch. Das ist ja doof. Also es hat nichts mit Skyrim oder Oblivion oder sowas zu tun, ne? Also wenn man davon Fan ist und sich deshalb das Spiel holen will, dann... würde ich mal sagen, eher nicht. Weil das damit, boah, ich behaupte mal, wenig zu tun hat. Es ist vielleicht so dieselbe Welt, aber ja, vom Spielsystem her und so weiter ist es schon komplett was anderes. Also man kann das nicht wirklich damit vergleichen, nur weil es auch Elder Scrolls heißt. Wir müssen sicher gehen, dass alle ja, so richtig ist bei mir der Funken auch noch nicht übergesprungen, muss ich sagen. Da hatte ich bei Neverwinter zu der Zeit, also so nach der Spielzeit, schon mehr Spaß irgendwie. Mahlzeit. Ich weiß nicht, was. Okay, sprecht mit Molla. Habe ich noch irgendeine Quest hier? Ach, wahrscheinlich nicht dann. Dann höre ich jetzt auf mit dem Tutorial, weil in ein paar Minuten geht der Server sowieso down, beziehungsweise startet neu. Und dann gucke ich, dass, wenn ich wieder reinkomme, dass ich dann direkt ja, auf der Hauptinsel, auf dem Hauptkontinent weiter zocken kann. Ich bereite das Dorf auf die Evakuierung vor. Lasst uns jetzt gehen. Seid ihr sicher? Ja, ich bin sicher. Ihr habt recht. Wir können nicht. Okay, übernehmen den Turm. Ach so, nee, da kommen jetzt noch ein paar Events hier. Das ist ja noch ein bisschen was. Das war's noch nicht. Zündet das Signalfeuer. Okay. Naja, aber durch Account Sharing. Geht das noch? Ich hatte jetzt im Netz erst gelesen, dass das gefixt wurde von Microsoft. Aber nee, kannst du nicht umsonst spielen, weil du kannst dann nur mit seinem Account spielen. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Du kannst nicht mit deinem eigenen Account dann hier das Spiel spielen. Sondern maximal mit seinem Account auch und dann eben mit seinen Charakteren. Eine Minute, ja, super. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das so funktionieren wird, dass du hier... Wo muss ich jetzt wieder hin? Na, da unten. Dass du das mit Sharing zocken kannst. Falsch geht doch. Ja gut, aber trotzdem mal abgesehen davon, dass das schon ein bisschen lame ist. Jetzt sind wir mal ehrlich, oder? Das ist schon ein bisschen Beschiss. Also ich bin kein Fan von dem Kram. Ich meine, entweder kaufen oder halt nicht. Das ist im Grunde nichts anderes als Raubkopieren auf Konsole. Und natürlich haben wir alle raubkopiert. Ich habe am PC genug Zeug kopiert früher, weil es halt auch einfach war. Aber irgendwann ist dann auch mal gut. Und gerade wenn einem ein Spiel gefällt, dann sollte man sich doch kaufen. Denn sonst beschwert man sich danach, dass keine neuen Spiele mehr kommen und dass immer nur dasselbe rauskommt. Call of Duty, Assassin's Creed und so weiter, wo jedes Jahr 20 Teile rauskommen. Weil sich andere Spiele halt nicht verkaufen. Und ich finde das Account Sharing, also ich finde es eigentlich echt... Ich finde das nicht in Ordnung, muss ich sagen. Will hier jetzt auch nicht einen auf Moralapostel machen, aber
Das System ist ja ganz klar nicht dafür gedacht, dass du dich mit einem Freund absprichst und dann deine Spiele miteinander benutzt, sondern das war ja ursprünglich gedacht, okay, glaube ich immer noch was zu saufen. Das war ja ursprünglich gedacht mit dem Hintergrund, dass die Xbox immer online ist und checkt, was für Spiele und so weiter du hast. Und dadurch war es dann halt ja so eine Art, dass du deine eigenen Spiele, die du halt nicht immer mit dabei hast, auch beim Kumpel zocken konntest. Und dadurch, dass sie das irgendwie so ein bisschen ja halbgar umgemünzt haben, nachdem der Aufschrei groß war, wegen diesem Always-Online-Zwang und Gedönse, was vielleicht aber noch nicht mal so schlecht gewesen wäre, denn das hätte einem zum Beispiel das CD-Wechseln und so weiter gespart, was ja eigentlich komplett überflüssig ist. Ich meine, die Konsolen installieren die Spiele sowieso immer komplett. Aber, naja, Sinn oder nicht Sinn, das ist auf jeden Fall nicht so gedacht. Und eigentlich kann man mehr oder weniger froh sein, dass Microsoft noch nichts dagegen unternommen hat. Denn wenn die Arschloch sein wollen würden, dann hätten sie einfach schon sämtliche Konsolen, wo die merken, und das stellt man wahrscheinlich relativ einfach fest, dass da die Spiele hin und her geschert werden, hätten sie einfach alle von Xbox Live sperren können. Und dann wäre die Freude groß gewesen. Aber haben sie nicht gemacht. Tja, kommt vielleicht noch. Danke für den Follow, ich habe nicht gesehen wer, aber danke dir. Skyrim war, ja, weiß ich nicht. Ich erinnere mich noch an Oblivion. Also ich habe Skyrim nie gezockt, weil ich Oblivion vorher so kacke fand. Ich höre das ja immer wieder, dass Skyrim so geil sein soll und das stimmt wahrscheinlich auch. Aber mittlerweile denke ich mir dann auch, das ist so alt, das gibt es dann so viel anderes, was ich zocken kann. Aber ich habe Skyrim wirklich nie gezockt, weil ich Oblivion so scheiße fand vorher. Das war so eine langweilige Welt und alle sahen gleich aus. Und die grottenschlechte Übersetzung, alleine dass Heiltrank und Feuerball in der Übersetzung miteinander verwechselt wurden. Dann die schlimmen Abkürzungen, Schwtr-de-de-de-heil oder irgendwas für schwacher Trank der Heilung und solche Geschichten. Das Kampfsystem war auch eher Grütze. Und, ja, deshalb habe ich mir nie Skyrim geholt. Und natürlich bei Oblivion auch noch das Leveln, dass die Gegner mitgelevelt haben. Dass du immer, egal wie stark du warst und wie viele Viecher du schon besiegt hast, dass du trotzdem noch gegen irgendwelche Kackgegner eine halbe Stunde gekämpft hast, so ungefähr. Ach, das sind jetzt keine Wachen mehr, das sind jetzt böse, okay. Aber wollte der Server nicht eigentlich neu starten? Haben sie irgendwie vergessen, oder? Das ist doch jetzt schon über eine Minute her. Nehmt Wassereimer. Achso, ich soll hier ein bisschen Feuer löschen. Das bedeutet besser. Ja, ey, das glaube ich auch. Also da bin ich mir sicher. Das finden wahrscheinlich nicht umsonst alle viel besser. Aber ja, wie das so ist, ne? Man spielt ein Spiel der Reihe. Findet es nicht so geil und dann überlege ich mir dreimal, warum ich dann den Nachfolger zocken soll. Zumal ich auch das Setting irgendwie nicht so spannend fand. Hier Wikinger, boah, okay, das ist mal was anderes, aber vielleicht das brennende Haus, okay. Das hier? Nö. Okay. Da ploppt das Feuer aber auch spät rein, hä? Wie lösche ich das denn jetzt? Gar nicht. Habe ich den Eimer jetzt gar nicht mehr aufgenommen oder was? Rang 8 bei Speer. Okay. Feuer. Ach so, jetzt geht's. Hm. Ah. Aber die Fackel brennt noch.
Das ist auch super. Und hier drin das Feuer brutzelt vor sich hin. Schön. Ah. Was? Fehler 328. Es ist nicht erlaubt, hier zu spielen. Okay. Okay. Dann ist der Server jetzt vielleicht disconnected. Aber ich muss ja hier rein. Dann probieren wir nochmal, ob wir jetzt mal reinkommen hier. Profil konnte nicht erkannt werden. Das ist ja super. Na gut, ich verschwinde mal ganz kurz, bin sofort wieder da. Nur damit ich hier einen kleinen Schnitt reinmachen kann, wenn ich das auf YouTube hochlade. Bis gleich.